So, HomeTom steht da. Ich habe es ja eine Woche lang getestet. Eigentlich ein sehr gutes Handy. Muss ich mal ein bisschen spoilern. So, da habt ihr auch den Intro-Sound gehört. Ich weiß nicht, wie gut er jetzt von meinem Mikro aufgenommen wurde, aber es klingt sehr schön. Die Animation war sehr schön und da steht nochmal HomeTom im Logo. Also das HomeTom-Logo. Finde ich auf jeden Fall schon mal eine ganz nette Animation. Und wir werden dann gleich im Menü starten, hoffe ich. So, da sind wir auch schon. So, wir sehen, wir haben hier drei Möglichkeiten: unten nach oben wischen, dann geht das Handy einfach nur. Ja, da habe ich jetzt auch zwei E-Mails. Können auch gleich alles beides wegwischen. So, wenn ich jetzt so schräg wische, seht ihr, die Kamera öffnet sich. Gucken, ich gehe mal wieder raus. Wenn ich jetzt hier von so schräg, na, das war der Vorführeffekt. Wenn ich jetzt so schräg öffne, also nach rechts öffnet sich die Dings und wenn man nach oben wischt, kommt man halt hier in dieses Startmenü. Es ist jetzt genauso, wie man es von Anfang an kriegt. Das ist also der erste Bildschirm. Hier hat man gleich WLAN, Bluetooth, GPS kann man auch gleich einschalten. Ja, also alles, was man braucht. Hier die Bildhelligkeit. Zustimmen. Dass man halt quasi auf Automatik stellt oder auf voll, kann man natürlich auch ganz normal wie gewohnt hier über den Regler einstellen. Das ist kein Problem. So, ja, wie ihr seht, das ganze Menü ist auch normal. Ich mache jetzt hier GPS wieder aus. Hier hat man auch und ihr seht keine SIM-Karte. Ja, das ist das angesprochene Problem. Habe ich das schon angesprochen? Das angesprochene Problem, es gab ein Problem mit dem Handy. Es akzeptiert meine SIM-Karte nicht. Ist jetzt eine Frage, ob es nur mit diesem Telefon, mit diesem Modell ist, weil eigentlich werden die Frequenzen unterstützt hier in Deutschland. Daher sollte er das eigentlich alles können. Hat er aber nicht. Er wollte sowohl meine neue, die ich ab nächsten Monat habe, als auch jetzt meine derzeitige SIM-Karte nicht akzeptieren. Ich habe mich aber schon mit dem Händler verständigt. Ich kann das Handy natürlich selbstverständlich zurückschicken und kriege entweder mein Geld zurück oder einen Ersatz. Ich werde mal gucken, vielleicht kriege ich ja ein Ersatzhandy, weil ich es also einen anderen Hersteller, sodass man ein bisschen testen kann. Aber ansonsten, ich konnte ja schon mal technisch ein bisschen testen, was da so drin ist. Als Telefon leider nicht. Also zur Telefonqualität kann ich nicht sagen, wie die Lautsprecher sind, beziehungsweise das Mikrofon. Gut, wir gehen auf zweite. Im Hintergrund seht ihr diesen wunderschönen Schwan. Halt eine Standarduhr, kann man sich natürlich auch, die Uhr kann man auch entfernen und so einrichten, wie man möchte. Ist halt ein typisches Android. Wir haben hier jetzt drauf Android 5.1. Dementsprechend alle Funktionen von Android 5.1. Hier haben wir dann die typischen Apps, also die typischen Musik, Gallery, Einstellungen können wir hier direkt auch schnell rein. Müssen wir nicht über oben gehen. Haben wir hier alle Einstellungsmenüs. So, da kann man auch gleich mal nochmal runtergehen. Display. Dann haben wir auch wieder Helligkeit, Uhrzustand, Schriftgröße. Also eigentlich alles, was man braucht. Über das Telefon, hier Android 5.1, das ist das HT3. Was ich sehr interessant fand, das kam automatisch in Entwickleroption eingeschaltet. Also hier, man sieht Entwickleroption an. Das muss man sich bei anderen Handys eigentlich immer freischalten, aber gut, es war automatisch schon drin. Egal, hier haben wir jetzt ein paar typische Apps, die ich mal so raufgepackt habe zum Testen. Das wollte ich mal mit denen ein bisschen testen. Und ich würde sagen, wir gucken mal, was wir hier überhaupt haben. Also, was haben wir? Wir haben ein 5 Zoll Display in der Diagonale. Dadurch ist das Handy insgesamt sehr groß, weil es halt einen Rahmen hat. Es ist ungefähr genauso groß wie ein S6 Edge von der Größe her, hat aber leider nicht die gleiche Größe vom Display. Verbaut ist wie gesagt eine MT6580A CPU das ist ein Quad-Core-Prozessor mit 1,3 GHz und als Grafik ist verbaut eine Mali 400 MP4. Das ist dieselbe Grafikeinheit, die auch in dem S3 verbaut war. Oder ja, es gibt ja noch ein paar S3 zu kaufen, also auch noch verbaut ist. Und als Arbeitsspeicher haben wir ganze 1 GB RAM. Sind aber durchaus ausreichend und gerade für ein Handy, was 50 Euro kostet, glaube ich, ganz gut. Und dann würde ich mal sagen, ja, denn 8 GB als
Intern Speicher ist okay und unterstützt wird eine SD-Karte von 64 GB, maximal eine MicroSD, und das ist schon ganz anständig. Zur Kamera kommen wir auch gleich, und zwar Kamera ist verbaut, einmal als Frontkamera eine 2-Megapixel-Kamera, die auf 5 Megapixel interpoliert wird. Ist natürlich immer nicht so schön, wenn es interpoliert wird, dadurch entstehen wirklich viele Fotofehler quasi, weil ja die Pixel eigentlich nur aufgeblasen werden. Und als Backkamera haben wir eine 5-Megapixel-Kamera, die auf 8 Megapixel hoch interpoliert wird. Das ist, wie gesagt, ich finde es ein bisschen komisch, warum sie das machen mit dem Interpolieren. Klar, Software rechnet da noch ein bisschen sauber, aber es klappt nie so wunderbar. So, was haben wir denn noch? Also wir haben ein IPS-Display, ein kapazitives Touchscreen. Wir können hier auf jeden Fall schnell durchscrollen. Es ruckelt nicht, es läuft, und das ist eigentlich schon ganz anständig. Wir fangen mal gleich an mit dem kleinen Test. Zack, wir machen mal Antutu. Da kriegen wir natürlich dann unser Wert, um zu vergleichen, wie ist es. Ich habe es schon gemacht, ihr seht es. Aber damit ihr mal auch gleich nochmal seht, gucken wir mal kurz rein. Und als Vergleich werde ich mal hier gleich mal mein anderes Handy einblenden. Daneben liegen quasi digital, das müsste jetzt auftauchen. So, dann schauen wir mal. Und ein Punktevergleich, dann seht ihr, wie der Unterschied ist. So, wir machen aber hier nochmal einen Test starten. Und dann seht ihr gleich mal gerade in den 3D-Animationen, dass er es zwar kann, aber halt ein bisschen ruckelt. Das ist klar. Garden, ich weiß nicht, ihr könnt euch das ja auch mal selber auf euer Handy laden. Antutu ist kostenlos und testet halt euer Handy. Ihr seht, es ruckelt ein bisschen. Es ist aber dafür, dass das Handy 50 Euro kostet, habe ich schon extrem schlechtere Antutu-Beispiele gesehen. Und ja, es läuft. Das ist okay, es ist natürlich nicht flüssig, aber Antutu rechnet ja jetzt auch mit den neueren Handys, und da brauchen natürlich immer komplexere Grafiken, die halt die neueren Handys ein bisschen auslasten. So, und wenn wir jetzt hier mit den Grafiken fertig sind, können wir auch gleich weitermachen. So, da testet er jetzt noch die Fisheye Processing, was auch immer. Das heißt, ein bisschen Blur wird getestet oder ausgewertet. Ich weiß nicht, was er genau da macht, ob er jetzt in diesem Schritt auswertet oder testet. Die 3D Physics Simulation. Also er macht auf jeden Fall was. Wir werden es ja gleich in den Spielen sehen. Natürlich, die Benchmark sind jetzt nicht so berauschend, aber das Wichtigste. So, wir gehen hier mal raus, stoppen. Wir haben ja hier unser Ergebnis schon. Habe ich ja schon gemacht, und können jetzt auch einen Stresstest machen, was ganz wichtig ist. Die Multi-Touch-Fähigkeit ist so, Multi-Touch-Test, den könnte ich ja, glaube ich, war da auch, genau, Multi-Touch, müssen wir mal gucken. Gab es, glaube ich, auch als Test, Info-Test, Bildschirm, genau, hier können wir unser Bildschirm testen, also zum Beispiel einen LCD-Test. Hier gibt's, ich habe zumindest keinen Pixelfehler bemerkt. So, und hier haben wir den Multi-Touch-Test. Da können wir jetzt mit der Hand mal raufpacken. So, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ja, doch, ihr seht. Wir haben genau 2 Multi-Touch-Punkte. Mehr haben wir nicht. Genau. Also 2 Multi-Touch-Punkte. Es ist jetzt ausreichend, um hier so reinzuzoomen, aber mehr können wir auch nicht machen.
Also wenn dann zum Beispiel ein Spiel mehrere Punkte erwartet, zum gleichzeitig drücken, bisschen problematisch. So, ich würde sagen, wir fangen mal gleich an mit Need for Speed, No Limit. Das ist meiner Meinung nach ein Rennspiel, welches ein bisschen was an Performance herausfordert. Und ja, EA natürlich. Gucken wir doch mal, wie gut das läuft. Ich habe jetzt auch schon auf Steuerung mit dem Handy eingestellt. Und ich fand, es lief recht flüssig. Ich weiß nicht, ob das auch gut über die Kamera rüberkommt, weil ich nehme es ja gerade auf. Need for Speed, No Limits, aber es ist auf jeden Fall sehr gut spielbar und ich meine, für Kinder wäre das zum Beispiel auch ein recht gutes Handy. Es ist zwar ein bisschen schwer, aber es ist halt, wenn es kaputt geht, nicht schade drum. Wenn ihr so ein Kind einen S5 in die Hand drückt und das S5 kostet ja auch immer noch so um die 200 aufwärts, und das Kind macht das S5 kaputt, dann ist der Ärger groß. Macht das Kind das hier kaputt, sind nur 50 Euro futsch. Und daher für Kinder wirklich eine Alternative, würde ich sagen. Oder wenn man zum Beispiel als Maler arbeitet oder auf dem Bau. Ich habe es jetzt noch nicht runterfallen lassen, weil ich es eben zurückschicken muss. Ansonsten hätte ich es wahrscheinlich auch mal runterfallen lassen. Aber ich kann mir vorstellen, das kann auch mal einen oder anderen Stoß vertragen. Klar, die Ladezeit am Anfang ist jetzt ein bisschen länger. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass gerade erst ein Update geladen wurde. Macht aber nichts. Wir können gleich anfangen. Ich mache hier einfach mal einen Jump Cut. So viel zum Thema Jump Cut. So, da sind wir. Need for Speed. So, wir machen mal den Ton auf volle Lautstärke. Dann hören wir auch ein bisschen was. Können wir so ein bisschen über die Qualität der Lautsprecher mal reden. Sie klingen natürlich ein bisschen blechernd. Im Gegensatz zu meinen ersten Gedanken ist es kein Stereo. Der eine ist eine Fake, das hier ist Fake. Hier verbirgt sich ein Lautsprecher. Und es ist also einfach nur ein Mono-Sound. Da haben wir es. Need for Speed. Ihr seht, die Animationen laufen flüssig. Und wir sind auch gleich drinnen. Können hier steuern. Naja, ich bin nicht gut da drin. Besonders weil ich mein Winkel gerade explodiert ist. Wenn ich auf das Handy gucke, aber ihr seht, es läuft. Es läuft flüssig, es fährt. Es kommt zwar nicht gerade hinterher, aber macht ja nichts. Liegt daran, dass ich einfach extrem scheiße fahren kann. So. Ja. Ihr seht, es läuft flüssig, fortgeschritten. Nach oben ziehen. Das machen wir jetzt gerade. So, da haben wir eine Speed. Ja, auch mit Speed gibt es kein Ruckeln. Und daher, das ist schon gut. So wie man es eigentlich erwartet. Wir kommen hier auf. Wir kommen natürlich hier auch auf unser Home-Bildschirm wieder zurück. Aber ihr seht, wir kommen hier nicht wieder zurück ins Spiel. Also es gibt kein Multitasking. Das Spiel ist jetzt auch zu. Der schließt dann das Spiel und fertig. So, dann habe ich mir mal Rayman runtergeladen, weil ich dachte, gerade für Kinder hatte ich es ja als Zielgruppe gesehen. Man sieht auch wieder die schönen Touchpunkte. Dabei hatte ich mir gerade vorhin die Hände gewaschen. Also eigentlich sind die Hände richtig sauber, aber ich weiß nicht, man kriegt es immer fertig, dass da Punkte und Dings auf dem Display sind. Naja, so, verbinde mit Server. Dann schauen wir mal. Danach schauen wir mal kurz bei YouTube rein und gucken mal da die Qualität, auch mal die Qualität von Musik. Da werde ich mir dann mal eine Seite raussuchen, wo man natürlich kostenfreie Musik kriegt. Aber hier hört man ja schon, ne, so ein bisschen Pfeifen. Rayman Adventure. So, ja, juhu, Rayman, verbinde mit Server. Dass das immer alles online sein muss, ja, sie wollen ja alles überwachen. So, da sind wir auch schon. So, gucken wir mal schnell ins Spiel.
zurück. Wir wollen spielen. So, da sind wir. Juhu. So, wir haben hier also unser Rayman. Dann wird uns erklärt, wie wir das machen haben. Also es läuft flüssig. Und jetzt machen wir das da und dann zack. Also können wir hier. Ach, so kann ich ja runter. Aber ihr seht, es läuft flüssig. Also, ja, komm. Hey, da wollte ich ranspringen. So. Genau deswegen. So, es läuft flüssig. Kinder könnten also sehr viel Spaß damit haben. So, verkackt. Ja gut, so viel zu Rayman. So. Zack. Auch geschlossen. Auch The Walking Dead läuft sehr gut. Und ich würde sagen, mal schnell auf YouTube. Und da sind wir auch schon bei YouTube. Es gab ein paar Probleme mit meinem WLAN. So, ich habe jetzt einfach mal von AgroFox Royal Music, falls ihr es kennt, Royal Free Music ist ganz wichtig. Es ist nämlich eine Seite, wo man kostenlos, oder besser gesagt ein YouTube-Kanal, wo man kostenlos Musik für seine YouTube-Videos auch kriegt. Ohne dass man dass die einen monetarisieren, man selber darf noch monetarisieren, halt nur mit Angabe der Dings, der Musiker. So, wir gucken mal, wir nehmen gleich das erste, sonst gibt es Probleme mit dem nachträglich raussuchen. Nee, das erste. Dann hören wir mal. Share your music, remix you. Ihr seht, das Video läuft flüssig. Springen wir ein bisschen weiter rein. Die Tonqualität natürlich, umso lauter man macht, ist jetzt nicht die beste, aber okay. So, wir gehen mal raus. Nein, ich wollte nicht ganz raus. So, wir gehen wieder klein. Gehen mal auf meinen Kanal. Videos. Dann können wir hier zum Beispiel auch mal gucken. Hier Loot Chest. Ich denke, man kann es hören, die Qualität vom Lautsprecher. Es ist ein bisschen flächernd und ist wie gesagt Mono, aber eigentlich für 50 Euro absolut okay. Mein Fazit ist, das HomeTom 3 ist, sobald die SIM-Karte funktioniert, natürlich eine preiswerte Alternative. Wenn man mal ein Handy als schnellen Ersatz braucht, zum Beispiel, weil man sich kein neues leisten kann, kann man sich schnell mal ein HomeTom 3 holen. Oder wenn man zum Beispiel auf dem Bau arbeitet und dann dementsprechend das Handy mal öfters mal einen kleinen Knacks kriegt, oder als Maler und dann das Handy zum Beispiel mit Farbe bekleckert wird, kenne ich alles von meinem Onkel zum Beispiel, dessen Handy ist auch immer ein bisschen mit Farbe zugekleckert, hat dann zum Glück auch immer nur ältere. Und für Kinder ist es auf jeden Fall was, weil Spiele funktionieren. Es ist auch für die Kamera, ist okay für Kinder. Wer natürlich ein High-Performance-Handy sucht, ist hier natürlich fehl am Platze. Aber als günstige Alternative, als günstiger Einstieg für Kinder oder als Wegwerf-Handy quasi, ist das ganz gut. Wir machen es aus. Und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das HomeTom 3 gefällt, ob das was für euch wäre. Reicht die Performance für euch? Ist das okay, kann man das als Alternative mal sehen, wenn man schnell mal ein Handy braucht? Oder muss es denn das neueste S7 sein, zum Beispiel? Immer und überhaupt. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!